Hallo, ich bin der Günther, ich komme aus der Römerbude. Willkommen zum letzten Part Mario Bros. Wii. Es ist soweit, nachdem der letzte Part. Alter, so ein Frust. Und das, was ich gerade sehe, ist hoffentlich ein Witz. Ich meine, ich finde, die Parts waren zwar übel fällig und ich war so aggressiv, aber es war irgendwie trotzdem witzig, die letzten Parts. Und also, ich sag's so, wenn irgendwer aus dem Squad in einem Monat oder so nicht die geile Wii-Fernbedienung kennt, der wird rausgeworfen. Und halt aus dem vorletzten Part und Anfang des letzten. Und dazu möchte ich nochmal einen Nachtrag leisten. Geil. Das ist die Fernbedienung. Will mich jetzt anscheinend komplett verarschen, indem sie nochmal in den Arsch geht. Geil! Ne, also in diesem Part kommt jetzt das letzte Level, das leider wegen einem Kameraabsturz nicht mehr im vorigen Part ist. Ich lasse den Minipilz diesmal einfach bleiben. Und die wichtigen Bonusfilme in Peachs Schloss. Da sind auch ein paar, die einfach nur ein paar Starcoins zeigen oder so. Und das brauchen wir in dem Let's Play nicht. Ich hab ja. Okay, eine fehlt noch, dass ich alle geholt habe. Aber an sich habe ich alle geholt. Auch wenn es im Level vor dem ja. Junge. Ich habe immer noch übel Adrenalin. Ich habe den Part direkt vor. Ich habe diese Parts direkt nacheinander aufgegeben. Das nehme ich! Dann kann ich auch den Block wegwerfen, der nervt ein bisschen. Diesmal werde ich hier vermutlich auch nicht sterben. Ich bin am Ende des letzten Parts hier halt sogar nochmal gestorben, weil ich einen Pilz nicht bekommen habe. Und dann war ich zu schnell und wurde von dem Typen gerade eben kaputt gemacht. So weicht man dem aus. Habe ich im letzten. Oder man geht. Oh. Boost. Das ist unnötig. Kommt. Ich brauche die Starcoin noch. Ich glaube, das ist die letzte Stelle vom Ziel. Das erfährt man durch einen P-Switch, den ich nicht aktiviert habe. Und die letzte Zielspitze in Super Mario Bros. Wii. Gott, das Bild war ja komplett falsch. Du hast alle Sternmünzen in Welt 9 gefunden. Die Sammlung ist komplett. Ach, ich muss kurz offscreen was machen, bin ich mir relativ sicher. Er gesagt, ein Teil davon nicht offscreen. Ich habe nämlich normalerweise erst 4 Sterne auf meinem von 5 auf meinem einer Datei. Denn ich habe offiziell noch nicht alle Level gemacht. Ich glaube, die Pilzhäuser zählen dann nicht dazu, aber die Kanonen. Wenn die Pilzhäuser dazu zählen, schneide ich das raus. Die Kanonen zeige ich euch. Gibt es 6 Stück. Und hier sind wir bei der ersten. Das ist eigentlich nichts Besonderes. Vielleicht schneide ich auch außer der hier alle raus. Obwohl, vielleicht interessiert euch, in welche Welten sie führen. Wenn nicht, könnt ihr den Teil ja einfach skippen werden. Wahrscheinlich 5 Minuten oder so. Ich denke, man sollte merken, wohin einen diese Kanone bringt. Eventuell, die in Welt 5 hier bringt einen in Welt 8. Das hieß, eventuell müsste man, um Bowser zu besiegen, nur 3 Level in Welt 1. 1, 2, 3, 4, 5 in dieser Welt und in der 8. Welt 1, 2, 3, 4 auch 5. Also kann man eventuell mit 13 Leveln das Spiel durchspielen. Dazu muss man halt in Welt 8 die Knochenbahn benutzen. So, die Kanone hier ist.
hinter einem Secret Exit, der nicht toll war, aber deutlich besser als Welt 9-7. Gott, wer hat das Level erfunden? Ich möchte ihn schlagen. Auch Welt 5, das lohnt sich, Leute. Also, ich würde auf jeden Fall eher die Kanone hier benutzen als in Welt 1, wenn man Speedrun machen will. Ich meine, ey Leute, es gibt noch ein Comeback neben der Buggy-Fernbedienung in diesem Part, die tollsten, in Anführungszeichen, Mies aus diesem Projekt nochmal vereint. Hier fliegen gerade 20.000 Fliegen rum! Scheiße, hier ist runtergefallen. Verpisst euch! Ich nehme ja auf! Haut ab! Ist nochmal ein schönes Ende für das Let's Play, finde ich. Wirklich alles Tolle, was in diesem Projekt passiert ist, vereint. Also vor allem eine verbuggte Fernbedienung. Ein fetten Kartengegner. Komm, bitte töte mich jetzt noch. Das wäre doch das, was die Zuschauer sehen wollen. Kacke, bei der Formation schließe ich das. Alter, wenn ich jetzt sterbe, dann werde ich wahrscheinlich voll gehatet, weil das mir gescriptet dann wirkt. Oh, aber nicht mit mir. Da haben sich jetzt manche vielleicht schon gefreut. Ja, der stirbt echt nochmal. Das fasst es eigentlich auch nochmal gut zusammen, das Projekt. Komplett unnötige Fails und Gegentreffer, aber am Ende nochmal mit Skill alles rausreißen. Das passt auch zu dem Projekt. Weil, ich würde schon sagen, an sich habe ich mich schon gut angestellt. Und beim 9-7 habe ich zwar mehrfach gefailt und bin verzweifelt, aber im Vergleich zu anderen habe ich das Level noch richtig schnell geschafft. Aber ich frage mich immer noch, wie ich das beim letzten Mal, als ich dieses Spiel 100% gespielt habe, wie ich dieses Level da einfach zu 100% ohne einen Stern oder sowas im First Try geschafft habe. Da habe ich nicht den Stern am Anfang genutzt. Ja, das war klar. Jetzt müssen die ganzen Kartengegner nochmal kommen. Ah ja, Alter, ich habe gerade voll Flashbacks von dem Projekt, auch wenn es jetzt nur etwa eine Woche lang war. Aber gerade eben auch. Jetzt kommt die Kanone, die ich eigentlich viel zu umständlich erreicht habe. Ich habe das Level zweimal mit Minipilz durchgespielt, obwohl man den nur für ein One-Up braucht. Oh Gott. Alter, das Projekt ging nur eine Woche, aber es war halt irgendwie schon geil, finde ich. Oh, die eine Fliege hat sich gerade schön positioniert. Scheiße! Ich warte halt immer noch auf den Moment, bei dem sich eine Fliege einfach eiskalt auf die Kamera setzt. Oder auf den Fernseher habe ich auch öfters mal, das ist richtig nervig. Vielleicht seht ihr gleich kurz eine Fliegenklatsche, aber ich glaube nicht. Ich glaube, diesmal habe ich sie. Hier ist die Mordwaffe. Ich weiß, in sehr gutem Stand. Gott, jetzt klebt das Ding einfach an der Decke. Jetzt Welt 5 werde ich auch noch einen Kartengegner besiegen. Das ist halt ein bisschen unnötig, aber im Ernst, irgendwie finde ich, wer sich das hier nochmal gibt, ist erstens korrekt, zweitens kriegt er nochmal mit, was ich hier alles irgendwie, kommt mir das vor, als wäre dieses Let's Play übel ereignisreich gewesen, obwohl es eigentlich nicht wirklich war. Oder der unendliche Münzenglitch in Welt 4, auch geil. Natürlich, der Klassiker, wie gesagt, hier im letzten Part, der Klassiker aus dem vorletzten Part, genauer gesagt. Die tolle Fernbedienung, die als 4 Fernbedienungen auf einmal angemeldet ist.
Und jetzt zur letzten Kanone. Da muss ich keinen Kartengegner besiegen. Wenn ich hier den Weg rechts gehe. Ich will es so schaffen, keinen zu bekämpfen. Wem war es alles klar? Komm, das wird jetzt auch nochmal. Das wäre jetzt auch nochmal so passend. Komm, bitte stirb jetzt. Boah, was? Was ist das für ein letzter Part hier? Gott, oh Scheiße, vor allem neben mir ist gerade so fett die Balkontür offen. Das heißt, so draußen hat gefühlt gerade die halbe Öffentlichkeit, wie ein Typ mit 62 Abonnenten einfach sein Handy anschreit wegen einem Videospiel. Alter, die Vorstellung. Am Anfang wirkt das auch so dumm, wenn man einfach alleine zu Hause ist, zockt und mit seinem Handy spricht. Aber man gewöhnt sich mit der Zeit dran und das fühlt sich inzwischen auch einfach so an, als würde ich hier nicht in mein Handy sprechen, sondern wirklich mit euch, die dieses Video gerade gucken, würde ich wirklich im Moment reden. Die würden mir sozusagen nebendran sitzen, so fühlt sich das an. Du hast alle Geheimnisse in New Super Mario Bros. Wii freigeschaltet. Das ist der 5. Stern. Jetzt fehlt nur noch eine Sache. Ich werde euch diese tollen 5 Sterne auch nochmal zeigen. Aber jetzt genieße ich auch nochmal ein bisschen. So, da gönne ich mir jetzt richtig. Ich hole mir noch... Ich mache kurz einen Cut. Was ihr gerade erlebt habt, war der beste Cut in der Geschichte von Günther aus der Dönerbude. Denn was ich während dieses Cuts gemacht habe, ich habe mir nochmal einen Stuhl neben die Kamera gestellt. Ich zocke normal im Stehen, müsst ihr wissen. Und neben mir ist noch ein Sofa. Und ich habe mir ein tolles Brot mit einer No-Name-Schokocreme gemacht. Und ein schönes Glas Wasser besorgt. Damit ich mir jetzt während der Videos richtig gönnen kann. Geil! Also, spreng gegen den Block, um die Bonusfilme zu sehen. Der Ausgang ist da, wo das Licht rauskommt. Und zwar, ich werde alles zeigen an Videos, ich werde wahrscheinlich sogar alle angucken, weil einfach, damit die Sternmünzen weg sind. Manche sind sogar gratis, vor allem Sternmünzen. Moment. Ah, in 9.1 gibt's ein super Spiel. Ich hatte gerade Angst, dass ich im vorletzten Part umsonst in Welt 9.1 die Sternmünze gegoogelt habe, weil es die hier als Video gibt. Boah, jetzt wird gegönnt. Und nebenbei schön gucken. Superspiel heißt, irgendein Japaner rennt durch das Level ohne irgendwelche Hobbys. Verstecktes Ziel ist halt ein Secret Exit. Sternmünze ist auch klar und begrenzte One-Ups ist auch klar. Gönn dir. Der gönnt sich genauso, wie ich es gerade mache. Boah, vor allem so ein richtig geiles Körnerbrot, ne? Und ich weiß, dass das gerade so übel dumm und unprofessionell ist, dass es schon wieder geil ist. Aber beschwert euch nicht, ich hatte das erst eine Mal... Boah, ich bin ganz schlau. Was genau war das? Ich glaube, ein Pfirsich oder so zum Frühstück. Mach weniger japanisch. Natürlich holt er auch alle Starcoins, ne? Das ist nicht immer so, aber... Vor allem, ich freue mich auf das letzte oder vorletzte Video. Vielleicht hat man es beim Scrollen gerade schon gesehen. Das Superspiel in 9.7.
glaube, die wissen einfach, dass jeder bei dem Level verzweifelt. Nee, der Part wird zu lang, wenn ich... Obwohl, unbegrenzte One-Ups zeige ich schon doch. Verstecktes Ziel und Sternmünzen aber nicht. Das würde ja auch gar nichts bringen, denn das habe ich alles selber schon gezeigt. Ja. Ja, das halte ich für wahrscheinlich. Ach so. Ja, danke. Das mache ich nach. Genau so sollte man sich unendlich One-Ups farmen. Ich meine, das schafft man doch einfach. Soll ich lachen oder weinen? Das reicht, weil er macht eh noch dasselbe die ganze Zeit. Mein Brot ist leider schon fast weg. Erstmal während der Aufnahme frühstücken, Alter, so geil. Der räumt einfach einen Stern auf. Das hab ich leider nicht so hingekriegt wie geplant. So, mein Brot ist weg. Das versteckte Ziel überspringe ich, wie gesagt. Genau, wir sterben uns. Oh ja, der Luigi darf sich nicht bewegen und nicht den Boden berühren. Außer hier an der Stelle, weil, ja, ist halt eine Ausnahme. Und wer Luigi im Maul von seinem Yoshi hat, darf sich auch nicht bewegen. Ja, so, jetzt ist mein gesamtes Frühstück inklusive dem Gaswasser weg. Vielleicht hört man mich jetzt auch mal ein bisschen besser als sonst, weil ich sitze mit dem Stuhl deutlich oder jedenfalls ein Stückchen näher am Handy, als ich stehe, wenn ich zocke. Der Luigi gönnt sich natürlich richtig noch den Checkpoint. Die Starcoin holen sie nicht, weil... Obwohl... Na, nee, zwingt Mr. Luigi dafür nicht auf den Boden, aber das halte ich für wahrscheinlich. Ich meine, ich denke, wir sind uns alle einig, das schafft jeder. Ich meine, okay, das schafft jeder, aber nur wenn er aus Japan... Ach, ach, Luigi ist nicht AFK, der hat gerade einen hohen Sprung gemacht. Ist das etwa Betrug? Wenn er nicht 2 gedrückt hätte, wäre er nicht hoch genug gesprungen, damit der gelbe Toad mit seinem rosa Yoshi ihn einfangen kann. Das ist Schiebung! Ach, das habe ich kein einziges Mal in dem Let's Play gehabt. Oder? Nee, aber ich glaube, ich habe mal gehört, sogar, das geht nur im Multiplayer oder wenn man einen Toad rettet. Alter, so viele Superspiele. Das wird noch japanisch, dieser Part. Der wird auch ein bisschen... Sorry, der wird ein bisschen länger. Weil ich will das eben wirklich alles durchschaffen und das dauert ein bisschen, wie man vielleicht merkt. Ja, genauso habe ich es doch auch gemacht. Ich habe es ja auf Video. Das habe ich genauso gemacht, Leute. Ich meine, ihr habt es ja alle im ersten Part gesehen.
Das ist aber gar nicht so schwer. Das habe ich echt gar nicht so anders gemacht, das One-Up. Wie lame. Das war ja gar nicht MLG. Den Bosskampf macht er, glaube ich, nicht. Ja. In 1.5 kommt das nächste Superspiel. 1.5 ist das mit den Pilzen, den Drehenden. Eben aus der ersten Welt, logischerweise. Ach, mit Mini-Pilz. Geil. Ja, das waren schon zwei Gegentreffer eigentlich. Ich glaube halt, die haben einfach einen God-Mode drin und können nicht getroffen werden, wenn die sowas drehen. Sag mal, man muss das Level auswendig lernen für sowas, oder? Das muss man studieren. Ja! Das war ein Gegentreffer, das könnt ihr mir nicht erzählen. Die haben God-Mode drin. Ja. Die haben den scheiß God-Mode drin. Oder die Koopa haben eine komplett komische Hitbox, die nur auf dem Panzer ist und nicht auf dem Gesicht. Gott, ich will eigentlich gar nicht weiter gucken. Jetzt geht's in Welt 2.1. Oh nein, da habe ich mich doch bei der letzten Starcoin so blamiert. Und jetzt muss der es noch schlimmer machen, oder was? Eine Facecam wäre hier schon was Tolles, aber ich mache sowas ja nicht. Ja, Checkpoint. Wozu denn? Wer braucht einen Checkpoint? Aber er holt wahrscheinlich die letzte Starcoin nicht. Wenn doch, dann hasse ich ihn. Ja, siehst du, das hätte ich auch noch geschafft. Die letzte Starcoin war ja das Problem. Jedenfalls sage ich jetzt einfach, dass ich das auch geschafft hätte. Auch wenn ich das vermutlich nicht hätte. Ihr habt nichts gehört. Stern Superspiel in 2.2. Spike Sandkasten, wenn ich mich nicht. Jedenfalls, wenn das Level aus Mario Bros. U wäre und einen Namen hätte. Die Level haben ja gar keinen Namen. Ah nein! Die sammeln ja alle Münzen! Habe ich ja schon gesagt, dass das eventuell geht! 500. 512 Münzen, ne? Ach, und die machen ja noch weiter. Ja. Hier habe ich mich. Ja! Chill doch deine Base! Unbegrenzte One-Ups. Yay. In 2.3 und in 2.5 gibt's das hier noch. Ach, mit Stern. Ach stimmt. Hier kann man, wenn man am Anfang Stern hat, das ganze Level durchrennen. Ich habe nur einen kleinen Teil gehabt in meiner Aufnahme. Da sollte man natürlich schon die ganzen Gegner mitnehmen. Ich meine, man hat ja die Zeit. Da noch nah und da. Und dann grabt man sich da den Stern, den ich auch hatte, wenn ich mich nicht irre. Dann den Gegner, den Star. Die Star-Coin natürlich nicht. Pff, der aktiviert den Checkpoint. Der hat wohl Angst, dass er stirbt, der Lappen. Was auch möglich. Ja, okay, wenn er runterfällt. Pff, wer braucht Star-Coins? Aber es waren erst 12 One-Ups. Es waren gerade mal 14. Schiebung. Ach nee! Genau das habe ich versucht zu machen. Aber ich bin kläglich gescheitert. Ich habe das Gefühl. Ich habe halt echt das Gefühl,
die haben sich extra rausgesucht. Bei was haben die Spieler wahrscheinlich am meisten verkackt in diesem Spiel? Und dann genau das extra genommen, um alle zu demütigen. 2-4 verstecktes Ziel war das Sandsturm-Level. Unbegrenzte One-Ups in 2-5. 2-6 war das mit dem Secret Exit, stimmt. Ich wollte gerade sagen, da gibt's ein super Spiel zu, bitte nicht. Wow, das ist eine Fähigkeit. Wenn man Multiplayer spielt und alle gleichzeitig stampfen, sterben alle Gegner auf dem Bildschirm. Wenn ich mich nicht irre, fliegende doch nicht, oder? Jedenfalls der Lakito nicht. Ich wollte gerade sagen, dass da sogar fliegende sterben. Ja, jetzt farmen sie sich Hard One-Ups. Damit haben sie jetzt in gefühlt 3 Sekunden. In 10 Sekunden haben sie damit 5 One-Ups mehr geholt als bei dem Level davor. Und Luigi das Opfer. Das ist geplant, Leute. Das ist doch geplant. Oh nein, ich weiß, was jetzt kommt. Bei dem bin ich mir eigentlich sicher. Das sind Hacks. Ich meine, natürlich spielt man dieses Level mit Mini-Pills. Ich will nicht wissen. Das waren schon wieder mehrere Gegentreffer. Man kann nicht auf den springen, wenn er eine Stachelkugel in der Hand hat, normalerweise. Die haben God-Mode drin, wenn die sowas aufnehmen. Das kann mir keiner erzählen. Ja, und jetzt kommt gleich noch ein geiler Hack. Das glaubt ihr ihm auch sicher alle, dass das legit ist, ne? Ich meine, dieser Sprung, ne? Mach ich auch. Ich will die finden, die das hier gemacht haben. Ja, deine Mutter. 2-6 verstecktes Ziel. Das weiß ich mehr als genug, wo das ist. Jetzt geht's zum Superspiel in 3-1. Ah ja, das Level. Das habe ich auch souverän geschafft. Da kannst du mich nicht so blamieren. Du kannst natürlich noch mehr abgehen als ich, aber trotzdem ist das für mich keine Blamage. Ehrlich gesagt, das kannst du nicht, nur das tust du natürlich auch. Komm. Ich gehe zu meinem Anwalt, den ich nicht habe, und reich Beschwerde ein, weil das nicht mit rechten Dingen zugeht in diesen Aufnahmen. Die haben alle den God-Mode drin und irgendwelche... Mein Ernst, ich würde fast wetten, dass er... Mein Ernst, das ist... nicht ausgeschlossen, dass das einfach Computer gemacht haben, damit Nintendo das einbauen kann und keine echten Spieler. Das kann ich mir halt sogar vorstellen. Das haben einfach Computer gezockt. Ich habe die Wahrheit rausgefunden. In 3-2 auch ein Superspiel. Am Superspiel haben die am meisten Spaß, das merkt man schon. Ich meine, womit kann man die... Nein. Der berührt heute nicht mehr den Boden. Ne? Ja, den muss er natürlich noch mitnehmen, den Goomba. Warum nicht? Ach komm. Leck mich. Leck mich doch. Das geht nicht mit rechten Dingen zu! Ja, schön die Starcoin noch gönnen. Dann gönnen wir noch mehr One-Ups. Ach, den kann man auch noch töten. Ach, wisst ihr was? Haltet eure Schnauze. Ja, das hat sicher so getroffen. Ach, da traut er sich nicht, die Goombas zu holen! Was ne Pussy. Ja,
Vor allem, ihr seht ja schon, wie viele Kugeln wir hier mitkommen. Die werden alle am Ende noch zu One-Ups. Eher gesagt, werden die erst zu Punkten und wenn man dann genug hat zu One-Ups, aber das sind genug. Und der macht ja jetzt nicht schon genug, der hat erst 15 in diesem Level bekommen. Ah ja, das wird ja auch noch gezeigt, wie man da unbegrenzt One-Ups farmen kann an der Stelle. Ja, also ich will ja nicht sagen, dass ich einen Zweifel daran hege, dass das alles legal ist, aber... Ja, schön unten durch, sonst kommt er vielleicht auf den Boden. Das wäre ja nicht toll. Gott. Ja, nicht auf so einem Block landen. Übrigens wegen meinem tollen Frühstücksthema. Ne, muss man auch nochmal dazu sagen, dass Frühstück um 11 immer das geilste ist. Geil, hat nur 35 Leben in diesem Superspiel gemacht. Und wir sind erst am Anfang von Welt 3. Ne. Das wird 45 Minuten, schätze ich, das Video. Obwohl vielleicht, na, kann auch mehr werden. Und warum wollte ich gerade stoppen? Ach, die machen das zu zweit. Und natürlich bis zu der Stelle noch ein Superspiel, ne? Was erwarten wir denn alle? Ne, der Mario wurde gerade getroffen. Die haben God-Mode drin. Und hier machen die das! Ernsthaft? Die warten hier jetzt einfach. Die warten hier jetzt einfach nur. Boah. Irgendwie glaube ich auch, da kommt noch was. Ansonsten würden die das hier nicht so lange machen. Ich habe das Gefühl, die gehen noch mal woanders. Vor allem toll, dass nur der Mario die One-Ups bekommt. Ja, ich wusste es. Da gibt's Yoshi! Was? Mal im Ernst, als YouTuber sollte man das, glaube ich, besser nicht zeigen. Da macht man sich nur lächerlich. Und so kann man hier gescheit One-Ups farmen. Habe ich die ganze Zeit gefragt, da braucht man doch Glück, aber mit Yoshi geht das. Natürlich sogar zu zweit geht das so. Also irgendwie, riecht ihr das? Das riecht stark nach Betrug. Die sind immer noch nicht fertig. Wir rennen noch zum Ziel, oder? Wie kommt man da drauf? Ich muss sagen, ich habe diese Videoausschnitte noch nie gesehen. Ich glaube, der YouTuber, bei dem ich das bisher mal geguckt habe, schon mehrfach, weil der hat mehrere Let's Plays davon. Der hat einfach bei dem Teil mit dem Panzer beendet, weil er dachte, da kommt nichts mehr. Wie kommt man da drauf? Woher weiß man sowas? Das ist Schiebung. Ich weigere mich. Ich weigere mich. Ich glaub das nicht. Junge! Und, Junge, ich breche das Video nicht ab, bevor es... Ah, von selbst endet. Ich war mir fast sicher, dass die noch was machen. Unbegrenzung. Mach doch noch öfter unbegrenzte One-Ups. Gott. Scheiße. Ach so, hier rast einfach mein Pinguin durch und haut Combo-Punkte rein. Ich sag's ja. Ja.
Lächerlich, das war nicht unbegrenzt, das waren 10. Aber jetzt brauchen wir natürlich noch ein Superspiel für. Boah, die ganzen Starcoins, die ich gesammelt habe, gebe ich für Folter aus. Nee. Die müssen natürlich jedes Superspiel noch mit Mini-Pins machen, damit es noch lächerlicher wird. Ja. Sag mal, bin ich der Einzige, der denen das nicht abkauft? Bin ich der Einzige, der denen nicht abkauft, dass das legit ist? Ah, sorry. Ja, sammel noch schön die Starcoins. Ne, das ist nicht legit. Nee. Erzähl es deiner Oma, die glaubt dir das nicht. Ach komm, komm! Er ist fertig, danke Gott. Ich musste mich kurz etwas abreagieren. Junge, dass der auch noch diese scheiß Starcoin holt. Ja. Jetzt wird's ganz toll. So muss man diese blauen Münzen holen. Luigi ist tot. Das Opfer ist egal. Halt's Maul, Luigi. Das erzählt ihr mir nicht. Wer braucht schon die roten Blöcke für den Secret Egg? Den normalen ist. Nee, das ist hier der Secret, aber. Wer braucht da schon die roten Blöcke? Und Luigi ist so ein Opfer. Ah, jetzt wird er anscheinend gebraucht. Aber nur um wieder geopfert zu werden. Und jetzt sind alle Opfer egal. Nur Mario wird überlegen. Ah nee, nur Luigi! Nein, Mario hat es auch überlebt. Boah, Luigi, der King! Benutzt Mario! Oh! Ich guck grad nicht mal auf den Bildschirm, aber allein dieser Ton. Wie viel noch? 1, 2, 3, 4, 8 Seiten. Acht. Das wird ein Stundenvideo. Einfach ein bisschen schön entspannt rumsitzen und leiden. Ah, das Level, das habe ich aber auch souverän geschafft. Vor allem die letzte Starcoin, bei der ich nicht mal wusste, dass man sie mit Pinguin holen kann. Der übertreibt halt mal wieder ein bisschen, aber... Ja, komm. Stimmt, das ist ja gar kein Superspiel, sondern unbegrenzte One-Ups. Ich weiß genau, was der macht. Der gönnt sich die jetzt alle und schleppt die bis zu dem Punkt mit, wo es einen Stern gibt. Und wenn ich alle sage, meine ich das auch. Den hätte er vorher noch ranholen müssen. Das waren aber nur 5. Thank you.
Das war lame. Nur 5 One-Ups, Junge. Mama. Die Balkontür. So, ich habe die Balkontür kurz zugemacht. Ich mag das Level ja und da habe ich auch so rasiert, aber dafür braucht man doch Glück. Dafür braucht man doch Glück. Das kann der mir nicht erzählen, dafür braucht man Glück. Ich bin irgendwie schon froh, dass ich hier keine Facecam anhab. Dann würdet ihr sehen, ja, mit Minipips die One-Ups holen reichen. Das war erstens ein Gegentreffer, zweitens bleibe ich dabei. Man braucht Glück dafür. Schon wieder ein Gegentreffer. Junge, da könnt ihr mir wirklich sagen, was ihr wollt. Die haben einen scheiß God-Mode drin beim Erstellen. Ja, also das war gerade eben einfach nur noch. Gebt's doch zu, dass ihr einen God-Mode drin habt. Gebt's doch zu. Das schafft man ohne nicht. Warum tue ich mir das nochmal an? Nein, die würde ich nicht gucken. Das ist, glaube ich, das Level mit den Krabben. Ja. Ich meine, wozu soll man da chillen? Chillen ist eh was für Nicht-Japaner. Nee. Also, ihr merkt schon, ich bin jetzt ziemlich leise eigentlich die meiste Zeit, weil dazu fällt mir einfach nichts mehr ein. Geiles Timing, muss kurz ans Telefon. So, bin wieder da. Kann sein, dass ich jetzt mich teilweise nicht so gut konzentrieren kann auf das Video, weil brauche ich jetzt Netwissen. Oh, hier ist erstmal drei, dass ich nicht gucke. Unbegrenzte One-Ups. Ich denke mal, die zeigen hier nicht den Glitch, oder? Ich meine, das wird ihr eigenes Spiel ja schlecht darstellen. Ich glaube, er zeigt irgendeinen Scheiß. Er zeigt irgendein komisches. Wow! Das begeistert mich. So, ab in Welt 5. Ich versuche jetzt auch mal ein bisschen schneller hier durchzukommen, weil Gommes Lehrling wartet gerade auf mich. Ich soll ein bisschen helfen mit irgendwie ein paar Programmen, weil er sich gerade dran versucht, irgendwie Videos zu erstellen. Und ich habe da halt ein bisschen mehr Erfahrung. Hoffentlich. Ich weiß ja halt auch nicht, was er benutzt. Und wegen dem Anruf gerade eben muss ich auch noch mal kurz was ma muss ich noch mal kurz einen Cut setzen. So, das Thema hätte ich jetzt geklärt. Und es geht weiter.
Nochmal unbegrenzte One-Ups. Sehr gut. Das kam toll. Ah, der gönnt sich hier einen Stern und macht jetzt Todeskombo an dem Level. Die Starcoin war scheiße. Ach, man kann hier eine Reihe aufbauen, okay. Der Typ gönnt sich. Das waren aber schon wieder nur 8. Also dieses unbegrenzt. Ne, aber ich glaube halt echt, das Video wird mindestens eine Stunde. Ich schreibe mal kurz das Ding an den Gommes-Lehrling an. Aber ich versuche nebenbei drauf zu achten. Leck mich. So, ich habe ihm kurz geschrieben, dass es länger dauern kann, weil ich gerade auf Japaner reagiere, die Mario Bros. Spielen. Ja, das ist genauso wie, Leute, ich glaube, einige von euch wissen, dass ich so ein Typ bin. Ich finde Pokémon Go bei dem Spiel, über das Spiel, ich halte Pokémon Go für ziemlichen Schwachsinn, halt's Maul. Ich halte Pokémon Go für ziemlichen Schwachsinn und Leute, endlich erfüllt sich mein Lebenssinn. Das Beste, das es je gab. Also, nichts gegen Pokémon Go-Spieler oder welche, die das cool finden, aber für mich ist das wirklich der Beginn eines neuen Lebens. Wenn am Sonntag endlich Shiggys mit Sonnenbrillen in Pokémon Go kommen. Oh Gott, das wird so. Ich weiß doch eh, was du machst! Der gönnt sich jetzt die ganzen Google-Willis. Der schleppt die alle mit zum Ziel. Boah, ich bin auch mal gespannt, ob das Video hier überhaupt online kommen wird. Immerhin wird heute über Artikel 13 abgestimmt. Aber bei Change.org, wo ich mitgemacht habe, gab es irgendwie fast 700.000 Unterschriften. Da bin ich schon optimistisch. Es war auch wieder nicht gerade unbegrenzt. Am Ernst, ich weiß nicht, was die unter unbegrenzt verstehen. Irgendwie fällt mir das auch so übel auf. Ich habe das Gefühl, die siebte Welt existiert gefühlt nicht. Ich vergesse die ganze Zeit einfach. Oh, hier auf der Seite gibt es nur ein Video zum Gucken. So. Ah ja, das ist ein tolles Bonusspiel. Bonusspiel. Super Spiel. Bin gerade eben nochmal dabei mitgekommen, das Lehrling zu schreiben. Wer kapiert nicht ganz, warum ich auf Japaner reagiere, die Mario Bros. Spielen? Ja! Der scheiß Gegner ist einfach. Jetzt kommt das Geilste. Geil, ne, Leute? Typ wundert sich gerade, dass ich schon fertig bin mit Mario Bros. Weil das Projekt erst seit einer Woche ja läuft ungefähr. Aber das war mir von vornherein klar. Ich weiß jetzt nicht, der wievielte Part das hier ist. 15, 16 denke ich. Da kommt das nächste Superspiel. Noch zwei Superspiele auf dieser Seite, dann geht's auf die nächste. Hier kommen halt einfach deutlich mehr Starcoins und sowas. Dadurch geht's jetzt schnell. Nein. Ja, wow, so kann das jeder. Der eine Typ geht da jetzt einfach oben lang und gönnt sich die One-Ups. Ja, wow, mit diesem
scheiß Stampfer kann das doch jeder. Das ist doch nicht schwer. Okay, also, ja, das ist ein... nehmt das bitte alles nicht zu ernst, weil ich sage, ich weiß, dass ich das nie selbst schaffen würde, ne? Also ihr müsst dann nicht sagen, ja, wenn du glaubst, du schaffst das, dann mach's doch. Also, das ist alles ironisch gemeint. Ich weiß, dass das abnormal ist. So. Ja, jetzt kommt noch ein super Spiel. Das Level war aber nicht wirklich schwierig. Ich bin mal gespannt, was der hier macht. Der hat den einen einfach... Ach so, das war Absicht, dass der einen Koopa nicht getroffen hat. Der Feuerball war nur schon mal vorbeugend für die nächste Piranha-Pflanze. Ja, okay, der hackt. Der holt sich keine Starcoins. Was Noob! Boah, wie schlecht. Wie schlecht. Unbegrenzte Unabs, dann ist nochmal. Hier auf der Seite gibt es auch wieder nur zwei. Und das ist die drittletzte, okay. Wird doch bald fertig sein. Okay, ich rechne eben mit so einer Stunde. Was willst du hier jetzt machen? Ah! Campen, bis der Koopa-Panzer 20.000 Kugelwilli kaputt macht. Superspiel ist immer das coolste. Warte, welches ist das dritte? Boah, das dritte vergesse ich immer. Ich glaube Lava-Wellen. Lava-Wellen. Das Level ist cool und ich fand es aber auch nicht so schwer und habe mich selber nicht blamiert, aber ich will gar nicht wissen, was der hier anstellt. Ist halt irgendwie unlogisch, dass es kein Gewicht einwirkt, wenn man mit voller Wucht auf die Gegner drauf springt. Das ist ein Superspiel und keine unbegrenzte One-Ups. Scheint ihm aber relativ egal zu sein. Das war doch ein Gegentreffer. Gut. Checkpoints, wer braucht so. Ne, das ist gehackt. Das war auf jeden Fall ein Gegentreffer. Und das auch. Ne. Das ist God Mode. Das ist God Mode. Erzählt mir nichts. Der hat einen God Mode drin. Der Typ hat God Mode drin. Und ja. Mit Godmode schaffe ich sowas auch. Und jetzt fühlt der sich noch. Wow, weil das so schwer ist. Ich beende hier, damit ich nicht noch die ganze Endsequenz sehen muss. Damit kommen wir zum Luftschiff unbegrenzte One-Ups. Danach kommt schon mal das allergeilste. Ja. Bowsers Festung Superspiel. Oh, oder das Level mit den Kugelwillis in Welt 9. Mal im Ernst, an solchen Stellen müssen diese Phoenix-Ups von Anfang. Das ist doch deren Bedürfnis. Die würden in Suizidgedanken gekommen, wenn sie nicht das Level von Anfang an spielen dürften und vorher noch vor den One-Ups schon ausrasten. Das ist wirklich unbegrenzte One-Ups. Da macht man auch in kurzer Zeit die 99 voll. Gott,
gesagt, er geht noch weiter. Der will mich verarschen. Der hat's auf mich abgesehen. Als ob das geht. Als ob das geht. Ja, jetzt kommen wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Superspiele und einmal unbegrenzte One-Ups. Yay! Und ich weiß, dass das komisch war. Ich meine, hier stimmt, hier gab es auch eine Stelle, da bin ich mit zu. Da bin ich mir wirklich zu 100% sicher und laber nicht nur, da bin ich mir sicher, dass der God Mode benutzt. Und zwar, das sieht man noch, das erste Mal, sogar zwei, das war gerade die erste, und das kann mir keiner erzählen, das hat man gesehen. Das hat wirklich jeder gesehen, dass das ein Gegentreffer war. Ja! Das reicht natürlich nicht. Aber hier kann er wenigstens nicht so super spielen. Genauer gesagt kann der eigentlich gar nicht abgehen. Das sieht man auch. Okay, ein bisschen. Aber nicht wirklich krass. Ach so, okay, der muss alle Plattformen aktivieren. Nee, doch nicht, der hat ihn verpasst. Ach, kriegt er die noch? Nee, er will nur die er will alle Münzen. Und weil das immer noch nicht reicht, dürfen wir uns noch den Endboss angucken, Leute. Ah, scheiße, ich hab was im Auge. Ja, das ist jetzt auch nicht schwer. Boah, das wird eines der längsten Videos von meinem ganzen Kanal tatsächlich. Ich hoffe, die Videos auf meinem Handy gehen überhaupt länger als eine Stunde, fällt mir gerade so auf. Ich weiß nicht, ob das geht. Ansonsten muss ich den Rest nochmal im nächsten Part packen. Übrigens reicht es natürlich nicht, wir brauchen den gesamten Endboss. Und ich hoffe, der passt noch in den Part, weil ich bin mir fast sicher, dass nach einer Stunde sich das Video von selbst abbrechen wird. Kacke, wegen diesem Teil wird es vermutlich selbst für den Typen schwer, in einer Minute Bowser zu besiegen. Der weiß zwar genau, wann er was... Was ist das? Ach so, er wollte die Blume, oder? Der ist gerade voll langsam, Junge. Das macht er doch absichtlich, weil er weiß, dass mein Video gleich endet. Okay, das war jetzt nicht so krass, aber das kann er mir jetzt nicht erzählen. Der ist zu schnell für Bowser.
Komm, du schaffst es noch in 3, 2, 1. Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zum zweiten Teil und kleinen Teil der Bonusvideos in Mario Bros. Wii. Leider ist eine Stunde die maximale Aufnahmegröße von meinem Handy, deswegen hat sich der Part mitten im Endbosskampf beendet. Wir machen jetzt weiter die letzten Videos, unter anderem das geile Superspiel 9-7. So, nicht wundern, wenn ich nicht viel rede, ich habe eh nicht viele Worte dazu, das kennen wir ja schon aus dem letzten Part. Ah Mann, aber dann habe ich auch im letzten Part umsonst gesagt, das ist der letzte Part des Projekts. Hacke. Ich werde rumexperimentieren, ob ich es irgendwie doch mal hinkriege, ein bisschen was zusammen zu cutten und das dann hierbei das nacheinander zu schneiden und dann ein Video hochzuladen. WhatsApp, die ich hier verschickt habe an Gomez Lally. Kann ein bisschen länger dauern. Ich reagiere halt gerade auf Japaner, die Mario Bros. Spielen. Ja. Das ist schon geil. 9-1. Das ist nett, weil für das Level habe ich ja nur eine Viertelstunde gebraucht. Dabei wird die Star Coins nicht holen, das weiß ich jetzt schon. Weil dazu ist er nicht japanisch genug. Zumindest die dritte nicht, die mir so Probleme gemacht hat. Weil dazu müsste er ja in eine Röhre. Die anderen beiden natürlich schon. Ich meine, so japanisch ist das schon noch. Ach, holt er doch alle? Nee. Nee, der braucht den Panzer, um da gescheit durchzukommen. Mal ernst. Dieser Part und der vor dem hier machen einfach alles kaputt, was ich in den ganzen Let's Play gemacht habe. Eigentlich war ich ziemlich gut in dem Spiel, aber das macht die ganze Leistung kaputt. Ich will gar nicht sehen, was der hier jetzt... Ach, aber das Level habe ich rasiert. Ich glaube, ich habe hier nicht mal einen Gegentreffer kassiert, also da kann der mich nicht blamieren. Und ich habe alle Starcoins gesammelt. Die Stelle habe ich nie gesehen, weil ich den Weg über die Starcoin genommen habe. Also ich habe diese ganze Rangstelle einfach geskippt und bin da rausgekommen. Ach so, ich dachte schon, der tötet den jetzt. Das ist aber nicht japanisch. Nee, der will hier nur die Koopas abstauben für ein One-Up. Ja. Okay, Gottmord mal wieder drin. Ich habe echt damit gerechnet, dass das kürzer dauert. Aber, also ich meine jetzt nicht nur dieses Video, sondern halt das gesamte Reagieren auf den Kack. Aber jetzt ist es fast geschafft. Ich bin zwar ein bisschen am Verrecken. Alter, inzwischen ist fast 12 Uhr. Unbegrenzte One-Ups. Danach noch 3 Superspiele. Und dann haben wir es, Leute. Dann ist dieses Let's Play endgültig zu Ende. Und Pokémon Mystery Dungeon geht weiter. Das will ich gar nicht sehen. Hier noch ein bisschen One-Ups mitnehmen, ne? Schön! Kannst du nicht mal deine Fresse halten? Ist das ein Nein? Ich glaube, der kann nicht seine Fresse halten. Weißt du, das war unbegrenzte One-Ups, ich schlauer Mensch. Das Superspiel kommt jetzt erst! Ja!
Ja, mit der Eisblume, weil sonst könnte er es nicht japanisch genug. Hier. Das habe ich auch beim YouTuber gesehen. Der hat bei dem ersten Teil schon übel gefailt und hat sich so über den Typen aufgeregt. Ich meine, ja, geil. Kann man machen. Und jetzt wird's richtig toll. Ich meine, der schafft es natürlich, die Eisbälle so zu timen, dass er in der Millisekunde, in der die gefroren sind, auf sie springt. Ich applaudiere gerade mit einer Fliegenklatsche auf mein Bein. Jetzt ist mein Akku noch fast leer. Ja, Mann, ich genieße! Ich genieße! Ah, noch zwei Superspiele. 9,5, das ist nicht so schwer, auch wenn ich mich bei der letzten Starcoin ein bisschen scheiße angestellt habe. Der macht's jetzt eh komplett arschig. Ja. Ja. Ich finde das geil. Ich finde das geil. Mir gefällt das, mich selbst zu quälen. Ja, ich hab's genauso geholt. Ich weiß nicht, wie man das anders macht. Also ich finde es echt nice, mich hier selbst zu quälen. Deswegen mache ich das auch. Nicht irgendwie einfach, weil ich es euch zeigen will, sondern weil es mir so gefällt, mich selbst zu foltern. Ach, der braucht ja doch die Eisblume. Ich dachte, der holt die. Ich wollte gerade sagen, ich dachte, die Starcoin ohne, aber das war fast genauso schlimm. Aber dem hätte ich es irgendwie zugetraut, dass er das auch ohne Eisblume oder Pinguin schafft. Ich glaube, sowas muss man studieren. Letzte Video, Leute. Es ist so schön. Das Let's Play endet mit der größten Folter, die man sich vorstellen kann. Vor allem, wenn man so einen Salt hatte, wie ich in diesem Level. Und was natürlich nicht zu verachten ist, ne? Der Typ nimmt alle Starcoins mit. Ist mir schon sympathisch, der Kerl. Ist mir schon sympathisch. Da blamiert er mich jetzt aufs Übelste. Hier, so macht man das, ne? So macht man das. So hätte ich das Ganze lösen müssen. Ich habe das komplett noobig gemacht hier. So muss man das machen. Ne, Godmode. Godmode. So. Mit diesen Worten verabschiede ich mich von diesem Let's Play. Ich muss hier kurz einen Stuhl durch die Gegend werfen. Wir sehen uns in einem anderen Let's Play wieder, in dem es keine behinderten japanischen Bonusvideos gibt, von denen man Depressionen bekommt. Auf Wiedersehen.